Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um klinische Studien, beziehungsweise möchte ich euch im heutigen Video einen Artikel vorlesen. Klinische Studien, so werden wir getäuscht. Die Verfasserin dieses Artikels ist eine gute Freundin von mir. Sie war früher selbstständig als Apothekerin. Sie hat sich in den letzten Jahren umorientiert, zum Beispiel eine Yoga-Ausbildung gemacht oder sich sehr in die Rohkostzubereitung vertieft. Die macht ganz tolle Rezepte und sie hat mir auch vor einiger Zeit eine Klangmeditation zur Verfügung gestellt, die ich hier auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Meine Freundin hat Pharmazie studiert und hat sich in diesem Studium über mehrere Semester mit Studien beschäftigt, also mit der Auswertung von Studien, mit Vor- und Nachteilen und dem Aufbau von Studien und hat auch selber Studien durchgeführt und hat sich da einen guten Überblick über Studien verschaffen können. Auch in den letzten Jahren hat sie sozusagen ihren Geist etwas erweitert und über den Tellerrand geschaut und hat sich da so eine ganz eigene Meinung über Studien bilden können. Sie sagt, es gibt auf alle Fälle auch wirklich gute Studien, aber man muss bei den meisten Studien wirklich schauen, wer hat diese Studien in Auftrag gegeben, sind die Studien aufgebaut und was ist eigentlich der Zweck dieser Studie, soll irgendwas verkauft werden. Und ich finde diesen Artikel wunderbar. Ich habe zwar jetzt keine Pharmazie studiert oder mich so intensiv mit Studien beschäftigt wie Sie, aber meine Meinung ist ähnlich wie Ihre und deswegen freue ich mich, dass ich euch in diesem Video diese Studie oder diese Meinung vorstellen kann. Ich werde ja auch ab und zu nach Studien gefragt, ob es Studien dazu gibt, was ich hier auf meinem Kanal so preisgebe über meine Lebensweise, über meine vegane Lebensweise, meine rohköstliche Lebensweise, meine Fastenexperimente oder ich esse ja auch seit Anfang 2018 nur noch eine Mahlzeit am Tag. Da gibt es dann auch immer Fragen, ja, kannst du das mit Studien untermauern? Und das kann ich nicht, weil ich bin die Studie. Ich bin eher so eine Praktikerin. Ich teile seit 2013 hier auf diesem Kanal meine Erfahrung mit der veganen Ernährung, mit der Rohkosternährung. Es gibt auch Einblicke, wie ich meine Kinder ernähre. Es gibt viele Videos zum Thema Wildpflanzen und Sprossen. Ich habe auch einige Videos zum Minimalismus, zum Optimieren. Also ich bin da eigentlich ganz vielfältig aufgestellt und in den wenigsten Videos benenne ich Studien oder weise darauf hin. Ich bin sozusagen meine eigene Studie und teile hier auf diesem Kanal meine Erfahrungen. Letztes Jahr bekam ich auch eine Nachricht, da hat mich ein YouTube-Zuschauer gefragt, ob ich schon das Video von einem bestimmten YouTuber geschaut hätte, der eine Studie veröffentlicht hat. Und aufgrund dieser Studie isst er nicht nur noch eine Mahlzeit am Tag. Dieser YouTuber hatte auch über einen gewissen Zeitraum nur eine feste Mahlzeit am Tag gegessen, hat dann diese Studie gefunden und in diesem Video wohl begründet, warum er damit aufhört mit dieser einen festen Mahlzeit am Tag und jetzt mehr isst. Ich habe mir dieses Video nicht angeschaut, weil ich zu diesem Zeitpunkt, als ich die Nachricht bekam, als dieses Video herauskam, wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit dieser einen festen Mahlzeit am Tag. Ich bin ja von 5 festen Mahlzeiten vor 20 Jahren jetzt bei einer festen Mahlzeit und 1 bis 2 frisch gepressten Säften und ich fahre wirklich sehr, sehr gut damit. Warum soll ich mir eine Studie anschauen, die, wie mir zugetragen wurde, auch nur mit ganz wenigen Probanden durchgeführt wurde, die das Gegenteil vielleicht von dem aussagt, was ich spüre. Ja, wir Menschen, wir sind ja alle sehr individuell und ich halte überhaupt nichts von dieser ganzen Gleichmacherei. Alles muss für alle gleich sein und gleich gelten. Wir sind alle individuell. Das, was für mich gut funktioniert, das muss vielleicht für andere nicht gut funktionieren. Aber es heißt doch nicht deswegen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Das muss man halt selbst für sich entscheiden und einfach auch Experimente machen. Also es wird einem keiner sagen, mach das und das und das 100% gut für dich. Es ist wirklich wichtig, bestimmte Dinge einfach mal auszuprobieren und sich einfach auch für bestimmte Dinge zu öffnen. Jetzt geht's aber los mit dem Artikel Klinische Studien, so werden wir getäuscht. Schlank durch Schokolade. Moringa heilt Krebs. Rotwein beugt Herzinfarkt vor. Diese reißerischen Aussagen haben alle eines gemeinsam. Sie wurden durch klinische Studien belegt. Unglaublich, aber wahr. Und spätestens jetzt erkennst du das Dilemma. In sämtlichen Bereichen wie Ökotrophologie, Dermatologie, Pharmazie, Medizin, Fitness, Neurowissenschaften und noch vieles mehr ist die Anzahl hochwertiger wissenschaftlicher Studien extrem überschaubar. Viele bekannte Auffassungen leiten sich oftmals aus Beobachtungsstudien oder Einzelfallanwendungen ab.
Vorsicht ist darüber hinaus auch bei den Behauptungen wie dermatologisch getestet, wissenschaftlich geprüft, belegt oder Wirksamkeit in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, geboten. Mit anderen Worten, traue nie einer Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Klinische Studien korrekt auswerten. Das Ganze klingt zunächst sehr ernüchternd, aber ich möchte dir dennoch einige Tipps an die Hand geben, worauf du bei der Evaluierung achten kannst. Im Rahmen meines Pharmaziestudiums habe ich mich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, viele Untersuchungen ausgewertet und noch einige Studienkonzepte selbst geplant. Hierzu gilt es immer, die folgenden Fragen zu klären. Erstens, wer hat die Analyse in Auftrag gegeben? Zweitens, welches Studiendesign wurde gewählt? Drittens, wie viele Probanden haben daran teilgenommen? Genau diese helfen dir, eine sogenannte Bias zu erkennen, also eine gezielte Verfälschung der Ergebnisse durch unzulängliche und fehlerhafte Untersuchungsmethoden. Auftraggeber und Sponsoren. Wer hat die Studie finanziert? Welche Lobby bzw. Interessensgruppe steckt dahinter? Sollen gegebenenfalls neue Produkte an den Mann oder die Frau gebracht werden? All diese Fragen gilt es zu beantworten. Dabei wirst du in der Regel feststellen, dass neutrale wissenschaftliche Untersuchungen selten existieren, denn irgendjemand muss ein so teures Unterfangen finanzieren. Dementsprechend fallen auch die Ergebnisse aus. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass viele klinische Studien eine präventive Wirkung von Milch bei Osteoporose belegen. Allerdings wurden sie allesamt in der Milchindustrie gesponsert. Unabhängige Untersuchungen gelangen zu einem eher gegenteiligen Ergebnis. Studiendesign. Klinische Studien lassen sich nach folgenden Aspekten unterscheiden. Zum einen nach Art des Eingreifens und zum anderen nach dem temporären Verlauf. Einflussnahme. Man differenziert hierbei zwischen Untersuchungen, die direkt eingreifen, Interventionsstudien sowie Analysen, die lediglich operierenden Charakter besitzen, Beobachtungsstudien. Zeitverlauf. Bei Querschnittsstudien erfolgt die Messung der Probanden an nur einem einzigen Zeitpunkt, während bei Längsschnittstudien jeder Teilnehmer mindestens zweimal gemessen wird. Darüber hinaus lassen sich noch prospektive und retrospektive Studien unterscheiden. Beim erstgenannten Typ liegen sowohl Studienbeginn als auch Analyseergebnis in der Zukunft. Mit anderen Worten, eine Kinderüberraschung, weil niemand das finale Resultat abschätzen kann. Beim zweitgenannten werden Ergebnisse und Studien rückblickend ausgewertet. Die Endpunkte sind dementsprechend bekannt und dabei stoßen wir auf ein weiteres Problem. Die meisten Studien im Bereich Ernährung sind retrospektiv. Dadurch sind sie extrem anfällig für Störfaktoren, welche die kausalen Zusammenhänge verfälschen können. Daraus resultieren verquere Aussagen wie Schokolade macht schlank. Außerdem ist man bei der Gewinnung der Datensätze auf die subjektiven Erinnerungen und Eindrücke der Probanden angewiesen. Goldstandard. In der Pharmazie und anderen wissenschaftlichen Disziplinen sprechen wir vom sogenannten Goldstandard. Dieser lautet randomisierte, standardisierte Doppelblindstudie und ist stets prospektiv, also zukünftig. Hört sich zwar sehr komplex an, aber die Fachbegriffe sind schnell erklärt. Erstens, Randomisierung, Strukturgleichheit, bedeutet, dass die Auswahl sowie Verteilung der Probanden, der Teilnehmer, in verschiedene Versuchsgruppen zufällig erfolgt. Der Auftraggeber der Studie darf darauf keinen Einfluss nehmen, um die Ergebnisse nicht zu seinem Vorteil zu manipulieren. Zweitens, Standardisierung, Behandlungsgleichheit, bedeutet, dass immer mindestens zwei verschiedene Probandengruppen gebildet werden. Dabei erhält eine Gruppe das zu testende Produkt, Arzneimittel, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetikartikel etc., während die anderen einen Placebo oder ein bisher auf dem Markt befindliches vergleichbares Produkt, Therapie etc. bekommen. Drittens, Verblindung, Beobachtungsgleichheit, bedeutet, dass weder die Teilnehmer noch der Auftraggeber oder die an der Auswertung beteiligten Personen wissen, wer welcher Gruppe zugeordnet ist.
Die Verblindung wird also von einer unabhängigen Institution durchgeführt, die in den weiteren Studienverlauf nicht mehr involviert ist. Die Krux hierbei: dieses Studiendesign ist extrem kostspielig und ethisch nicht immer vertretbar. Beispiel: HIV-Patienten im Endstadium nehmen an einer Studie für ein neues Medikament teil, was gegebenenfalls Linderung oder Heilung verspricht. Darf man ihnen dabei ein Standardpräparat, was längst nicht mehr anschlägt, oder gar ein Placebo verabreichen? Probandenzahl. Eine der entscheidendsten Variablen überhaupt. Wie viele Teilnehmer partizipieren an der Untersuchung, beziehungsweise gab es überhaupt welche? Nicht immer handelt es sich um Humanstudien. Viele Analysen finden anhand von Zellkulturlinien oder Tierexperimenten statt. Dementsprechend gering ist hierbei die Aussagekraft. Darüber hinaus sind Tierstudien in meinen Augen ethisch absolut nicht vertretbar und führen auch häufig zu falschen Resultaten. Von 10.000 potenziellen neuen Wirkstoffen, die erfolgreich in vitro, also an Gewebestrukturen außerhalb des Organismus oder an Tieren getestet wurden, finden lediglich 5 bis 10 Stück klinische Anwendung. Sobald sie allerdings die Phase 1 der Humanstudien durchlaufen, folgt die Ernüchterung. Entweder tauchen massive, unerwünschte Nebenwirkungen auf oder das Präparat entfaltet gar keinen Effekt. Auch im Bereich Ernährung existieren zahlreiche tierexperimentelle bzw. In-vitro-Untersuchungen oder Studien mit einer so geringen Probandenzahl, dass sie dementsprechend wenig repräsentativ sind. Meta-Analysen. Als Meta-Analysen bezeichnet man riesige Studien, die sich aus einzelnen, kleineren Analysen zu einer bestimmten Fragestellung zusammensetzen. Mit anderen Worten, hier vergleicht man alle Einzelstudien, sodass du einen umfassenden und möglichst vollständigen Überblick bekommst. Damit gehören sie zu den stichhaltigsten Informationsquellen. Aufgrund der extrem großen Probandenzahlen sind sie weniger anfällig für Bias. Demgegenüber stehen auch hier mehrere Nachteile. Zum einen muss ein immenser Auswertungsaufwand betrieben werden und zum anderen ist jede Kette nur so stark wie das schwächste Glied. Soll heißen, eine Meta-Analyse ist abhängig von der Qualität der Einzelstudien. Weisen diese grobe Mängel auf, dann kann man sich die gesamte Prozedur ersparen. Bedeutung der sozialen Medien. Mittlerweile scheint jeder YouTuber oder Instagrammer, der etwas auf sich hält, mindestens einmal im Leben eine wissenschaftliche Studie auszuwerten, um bestimmte Aussagen zu propagieren oder Produkte zu bewerben. Hierzu werden meist mangelhafte klinische Untersuchungen mit zu geringen Probandenzahlen oder gar Tierexperimente zitiert. Lobbyisten nehmen natürlich auch Einfluss auf solche Influencer, indem sie diese tatkräftig finanziell unterstützen oder anderweitig sponsern. Dadurch wird eine Bias nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Häufig treten sie in ihren Videos extrem seriös und professionell auf oder unterhalten die Zuschauer mit ausgefeilten Animationen. Außerdem haben wir zu unseren Lieblingsinfluencern bereits ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut und sind dadurch leichter manipulierbar. Persönliche Meinung zum Thema. Ich selbst arbeite mehrmals wöchentlich mit PubMed und Co. Allerdings zitiere ich klinische Studien extrem selten, weil sie zu über 90% gravierende Mängel und oder Verzerrungen aufweisen. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass zu fast jeder Untersuchung eine Gegenanalyse existiert. Dadurch erhält man extrem widersprüchliche Aussagen. Einmal gilt beispielsweise Low Carb als extrem gesund, ein anderes Mal wird High Carb als das Nonplusultra propagiert. Jede Fraktion untermauert ihre Thesen natürlich mit passenden Studienmodellen. Einfluss klinischer Studien. Inwiefern lasse ich mich durch klinische Studien beeinflussen? Diese Frage bekomme ich häufig gestellt. Klare Antwort: überhaupt gar nicht. Ich lebe aus ethischen Gründen vegan. Ansonsten habe ich im Bereich Fitness und Ernährung sehr viele Experimente und Selbstversuche durchgeführt. Letzten Endes kristallisierte sich dabei heraus, dass ich mich mit einer fast ausschließlichen Rohkosternährung am vitalsten fühle. Über die Jahre etablierte ich die Einnahme von 1 bis 2 Mahlzeiten pro Tag. Dank des Intervallfastens mit einer Nahrungskarenz von 19 bis 24 Stunden konnte ich meine Leistungsfähigkeit noch einmal signifikant steigern. Fazit: meine abschließenden Tipps für dich. Bewerte solche allgemeinen Aussagen, die in wissenschaftlichen Untersuchungen getroffen werden, nicht über.
Selbst die bestausgearbeitetste Analyse sollte lediglich als Anregung oder allgemeiner Hinweis dienen. Am Ende des Tages gilt auch hier, sammle deine eigenen Erkenntnisse, spüre in dich hinein und du wirst merken, was für deinen Körper und deine Gesundheit am zuträglichsten ist. Vertraue niemanden blind, glaube weder mir noch anderen und hinterfrage alles kritisch. Klinische Studien können niemals die eigenen Erfahrungen ersetzen. In diesem Sinn, lass dich inspirieren, aber nicht missionieren. Studien beeinflussen meine Lebensweise in keinster Weise. Ich orientiere mich eher an Büchern und Erfahrungsberichten von anderen. Diese Bücher habe ich schon oft vorgestellt und auch einige Texte aus diesen Büchern vorgelesen. Ich liebe die Schriften von Ann und Erit und mein erstes Buch von Ann und Erit war Die schleimfreie Heilkost und das hat mich sehr inspiriert. Also diese Erfahrungsberichte von Ann und Erit inspirieren mich schon eine lange Zeit und ich orientiere mich eher an Erfahrungsberichten als an Studien. Das ist ein weiteres Buch, was mich vor vielen Jahren inspiriert hat. Wir fressen uns zu Tode von Galina Shatalova. Das ist eine russische Ärztin und die geht davon aus, dass wir eigentlich viel länger gesund leben könnten, wenn wir unseren Körper nicht ständig mit zu viel Essen überlasten würden. Also unseren Körper, unsere Verdauung und die ganzen Organe. Also wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Kann ich auf alle Fälle sehr empfehlen. Noch ein Buchtipp von mir, auch bezüglich nur einer festen Mahlzeit am Tag. Da gibt es hier ein Buch von einem japanischen Arzt, Ein leerer Magen macht gesund. Und er berichtet da auch von seiner Erfahrung mit einer Mahlzeit am Tag. Und er beschreibt zum Beispiel auch, wenn er dann abends nach einem arbeitsreichen Tag Hunger hat, dann stopft er sich nicht gleich den Magen voll, sondern genießt diese Zeit. Weil diese Zeit eines knurrenden, hungrigen Magens wäre wohl sehr wichtig, weil dann ein Gen aktiviert wird, also ein Gen des langen Lebens. Und dieses Gen würde dann, wenn der Magen einfach knurrt und man das auch zulässt, den ganzen Körper scannen und beschädigte Stellen werden repariert. Also er bleibt eine Weile in dem Moment des knurrenden Magens und dann isst er. Ist auch sehr interessant, also ist auch ein interessanter Erfahrungsbericht, kann ich auf alle Fälle auch empfehlen. Dieser Arzt ist jetzt weder Veganer noch Rohköstler, also er isst auch Reis und Fisch. Aber sehr interessant seine Erfahrungen und auch die Erfahrungen mit seinen Patienten, denen er seine Ernährungsweise empfohlen hat. Ich verlinke euch alle vier Bücher unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Es gibt auch einige freie Schriften von Ann und Erit, die könnt ihr euch kostenlos herunterladen, direkt herunterladen. Ich setze euch den Link dazu auch unter dieses Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich bin natürlich sehr interessiert, was ihr zu diesem Artikel Klinische Studien, so werden wir getäuscht, haltet. Ich werde euch diesen Artikel auf alle Fälle auch nochmal unter diesem Video verlinken, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ich freue mich über einen regen Austausch zu diesem Thema. Was haltet ihr von Studien, von klinischen Studien? Habt ihr euch schon näher damit beschäftigt? Haben Studien einen großen Einfluss auf euer Leben? Glaubt ihr die Dinge erst, wenn sie mit klinischen Studien unterlegt sind? Oder wie handhabt ihr diese Sichtweise auf Studien? Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.